Okay, wir haben gerade noch mal ein neues Video gestartet, jetzt bitte noch mal anfangen. Ja, also ich habe letzte Woche bei meiner Mutter einen Pendelkurs mitgemacht. Ich kenne die Route jetzt das seit über 10 Jahren, sag ich mal, durch unsere Mutter. Und ich fand es schon immer faszinierend, weil egal, wenn wir irgendwelche Probleme hatten, irgendwie krankheitsbedingt, wenn wir irgendwas hatten, gehen wir immer auf unsere Mutter zu und sagen halt, Mama, kannst du uns was einschwingen? Mir geht's gerade nicht so gut. Und wir haben halt da echt schon mega gute Erfolge mitgemacht und halt einfach gemerkt, dass wir halt Besserung dabei spüren. Und ich fand es jetzt so interessant, dass ich gesagt habe, okay, ich will es selber können. Ich will nicht immer auf die Mama angewiesen sein, sondern ich will es jetzt selber in die Hand nehmen und will selber eine Route bei mir haben. Und wenn es mir nicht gut geht, dann kann ich mir selber was einschwingen. Und deswegen hat die Mama hat letzte Woche einen Kurs gegeben für 3 andere Leute noch. Und es war echt auch richtig cool. Es war eine super Gruppe, es hat richtig Spaß gemacht. Wir hatten einen super tollen Nachmittag. Und also wir haben dann auch einen Leitfaden zur Hand bekommen. Also Hilfe zur Selbsthilfe nennt es sich. Und also ich kann es jetzt mal kurz erklären. Also erstmal ganz cool fand ich, dass ich mir die Route mit dem eigenen Holzteil aussuchen konnte. Normal ist das normales Holz, aber in dem Fall war das jetzt so richtig angesprüht. Also das ist jetzt ein Pendel. Genau, nach meinem Geschmack. Okay. Und was kannst du jetzt pendeln? Und im Endeffekt geht es darum, dass man die Route halt in die Hand nimmt. Und die Rauf- und Runterbewegung, so, sagt ja. Und die Rüberbewegung sagt nein. Ist das mein innerliches Ja, mein persönliches Ja und Nein? Oder also ist es auf jeden Fall auch, ist es meins, genau. Okay. Das ist nämlich unterschiedlich. Man sollte davor fragen, was ist mein Ja und was ist mein Nein. Und dann geht es halt eben in verschiedene Richtungen. Aber das ist ganz wichtig, wenn man damit arbeiten will, eben, dass man halt bei sich selber ist. Und ich fand es so lustig, weil ich habe das Buch aufgeschlagen, diesen Leitfaden. Und das Erste, was ich lese, ist so, ja, du musst in deinem Higher Self sein, du musst das nicht im Ego sein eben. Okay. Und ich habe das Buch gelesen und dachte mir, ach cool, dadurch, dass ich mich jetzt schon ein paar Monate damit befasst habe, ist das ja für mich richtig easy eigentlich. Und das habe ich auch echt gemerkt. Ich habe die Route in die Hand genommen, habe eben, du fragst am Anfang dann eben, erst fragst du, höre das selbst, bist du bei mir? Mal schauen, ob das jetzt funktioniert. genau, und dann geht es, wenn das höhere Selbst da ist, dann geht die Route eben hoch und runter. Macht sie, glaube ich, jetzt gerade schon. Ja, ah, ja, genau. Krass. Und weil ich muss echt sagen, ich habe sonst auch immer gedacht, am Ende bewegt man irgendwas mit der Hand oder so. Aber ich, nachdem ich es jetzt selber angewendet habe, habe ich echt mal erstmal gemerkt, wow, krass, das funktioniert ja wirklich. Höre es selbst, bist du bei mir? Muss ich die irgendwie halten, speziell? Oder ist sie bei mir so steif? Genau, das ist das Krasse irgendwie. Ich habe eben auch in dem Kurs waren eben auch eine Person mit drin. Ja, eigentlich setzt man sich schon auch recht hin. Bist du bei mir? Bist du wirklich in deinem höheren Selbst? Bist du da wirklich angekommen? Oh Gott, machst du einen Eindruck. Ja, da musst du, also fragst dein höheres Selbst, bist du bei mir? Darf ich testen? Darf ich testen? Und spricht etwas dagegen, dass ich teste? Spricht etwas dagegen? Beziehungsweise, weil du es jetzt das erste Mal in der Hand hältst, solltest du ja eigentlich erstmal fragen, was ist mein Ja und mein Nein? Ach so, was ist mein Nein? Was ist mein Nein? Ja? Ja, das macht schon ein bisschen. Genau, der macht so einen Kreis. Ja. Und was ist mein Ja? Also, das ist schon auch ein bisschen Übung. Am Anfang hat es bei mir auch nicht so gut funktioniert und plötzlich in dem Kurs die Route, das ging so ab. Ich dachte ja, mir, jetzt geht es schon gut ab. Das ist mein Ja auf jeden Fall. Ich mache frei gar nichts, gell, Leute? Ihr schaut gerade zu, ich mache nichts. Was ist mein Nein? Das Nein hat bei mir auch ein bisschen länger gedauert. Das war irgendwie auch nicht so klar. Aber ich meine, ich wenn du schon mal ein klares Ja bekommst, ist es ja schon mal gut. Ich habe nur Ja. Mal schauen. Das ist mein Nein, ja. Ich habe auch ein bisschen bewegt. Ja. Ja, ich habe geschummelt. Ja, okay, das ist ja interessant. Okay, dann kannst du Ja und Nein testen, okay? Und was? Genau. Ja, und also hauptsächlich geht es darum, dass wenn man halt zum Beispiel, dass man sich halt so homöopathische Mittel einschwingen kann, zum Beispiel wie Schüsslersalze, Globulis, Bachblüten. Also ich glaube da richtig dran. Ich glaube, das ist auch wirklich, dass man halt einfach selbst dran glauben muss. Wenn man an sowas nicht glaubt, dann wird es wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Weil, wie gesagt, es ist so, wie man die Gedanken lenkt, so wird es auch zurückkommen. Oder wenn du nicht dran glaubst, dann
Ey, da war auch was Interessantes. Ja? Der Hypnotiseur, der bei der digitalen Nomaden-Festival war, der hat auch uns hypnotisiert und hat uns gezeigt, wie stark unser Glaube denn sein kann. Genau. Ja? Und hat quasi gesagt, jetzt halt mal eure Hände fest, 10 Sekunden. Und wir haben die 10 Sekunden festgehalten. Und teilweise konnten die Menschen, die konnten die nicht mal auseinander machen. Gar nicht mehr. Nach 10 Sekunden, die gingen nicht mal auseinander für 2, 3, 5 Minuten. Für 5 Minuten waren die so, weil die daran geglaubt haben, dass die Hand fest ist. Krass. Der hat es live gemacht. Bei mir ging es auseinander, ja, bei manchen anderen auch, weil ich halt nicht so dran geglaubt habe. Aber ich hatte auch am Anfang so, oh krass, gehen echt nichts mehr auseinander. Und die haben aber so fest daran geglaubt, dass die diese über 3, 4, 5 Minuten nicht auseinander bekommen haben. Und der hat die dann auch hypnotisiert, die haben dann einen steifen Arm bekommen und sowas und konnten den Arm nicht mehr bewegen. Krass. Das war richtig heftig. Ja, da merkt man erstmal, was die Gedanken machen. Wie stark der Glaube der Gedanken sein kann, ja, genau. Genau. Ja. Ja, so viel zumindest zu meiner Route. Genau. Ja, okay. Und was kannst du mir jetzt da einschwingen, wenn ich sage, mir geht es heute mal nicht so gut? Kannst du mir jetzt was helfen dann? Ich muss sagen, ich hatte es heute früh erst gehabt eigentlich, dass ich eben Kopfschmerzen hatte. Und dachte dann, okay, ich weiß ja, wie meine Mutter das immer angewendet hat. Und dachte, okay, ich will mir jetzt selber weiterhelfen. Du kannst erstmal schauen, kannst fragen, wie stark sind denn meine Kopfschmerzen zum Beispiel? Dadurch, dass es dann hoch und runter geht, da kannst du dabei zählen zum Beispiel. Okay, die Kopfschmerzen liegen bei 1, 2, 3. Ich bewege es jetzt natürlich, damit das was für euch macht. 4-5% zum Beispiel. Und dann habe ich einfach gemerkt, okay, ich wusste auch schon, als ich es gemacht habe, wusste ich schon komplett, okay, ich weiß ganz genau, warum ich eigentlich Kopfschmerzen habe. Weil ich eigentlich mir was vorgenommen hatte für den Tag. Und aber ich aber gemerkt habe, dass ich eigentlich gerade was ganz anderes machen wollte. Ich wollte mich nämlich gerade erstmal mit dieser Mappe nochmal beschäftigen, wollte einfach nochmal den Kurs überarbeiten. Und habe halt einfach, weil bei mir ist es oft das Problem, dass ich mir irgendwas vornehme und dann wird es mir halt einfach zu viel. Und das habe ich halt wieder gemerkt. Natürlich habe ich dann Kopfschmerzen bekommen. Und habe dann aber gemerkt, als ich die Entscheidung getroffen habe, okay, ich bleibe heute jetzt einfach mal daheim. Ich mache jetzt das, was ich eigentlich machen wollte. Und habe dann auch schon sofort gemerkt, okay, krass, die Kopfschmerzen lassen so nach. Mir geht's eigentlich schon wieder gleich viel besser. Und da habe ich danach nochmal getestet und dann war es schon wieder nur noch bei 2%. Also es ist echt interessant. Und ich meine, ich habe das ja auch gespürt, dass es mir wieder viel besser geht im Kopf. Ja, okay. Und wenn ich jetzt irgendwas hätte einnehmen wollen zum Beispiel oder irgendwie gewusst hätte, dass es jetzt nicht an der Situation liegt, dann hätte ich zum Beispiel schauen können, okay, was für Schüsslersalze können mir jetzt helfen? Was für Bachblüten soll ich jetzt nehmen? Genau. Das ist auch eine schöne Affirmation. Willst du mal vorlesen? Ja, kann ich machen. Du kannst aber auch vorlesen. Wann sagst du die Affirmation zum Beispiel? Hiermit löse ich mich von allen Verträgen, Versprechen, Gelübden, Schwüre, Eide, Treue, Eide, Verwünschungen, Verfluchungen, Banne, Verbannungen, Implantate, alles Genannte und Ungenannte, das ich je abgeschlossen habe über Raum und Zeit. Im Zellbewusstsein, im Herzensbewusstsein, in jeder Beziehung zu allen Zeiten, auf allen Ebenen, in allen Energien und Lichtkörpern. Jetzt, sofort und in Zukunft. Und ich danke der göttlichen Frequenz für die Heilung in mir. Auf immer und ewig danke. Cool, hört sich gut an, ja? Ja, das kann man... Also das hatten wir sogar bei dem Kurs gar nicht besprochen, aber ich habe da auch schon mehrere Erfahrungen mitgemacht. Als ich mal zum Beispiel Rückenschmerzen hatte oder so, habe ich halt auch mit meiner Mutter drüber gesprochen und habe halt gemeint, ja, irgendwie habe ich übelst Schmerzen im Rücken. Das war auch gerade die Zeit, wo ich angefangen habe so mit Videos, dass ich Videos hochgeladen habe zum Beispiel. Und da hat halt auch einfach meine Mutter gemeint, ja gut, das kann halt da dann liegen, dass du dich halt jetzt der Öffentlichkeit zeigst und dass es logisch ist, dass es dann mit so Schmerzen oder dass dir halt dein Körper zeigt, okay, das ist jetzt was Neues und dass du dann erstmal Verspannungen hast oder so, weil du dich halt nicht ganz so wohl fühlst. Du willst es zwar machen, aber irgendwie traust du dich halt nicht so richtig. Und genau bei so Situationen zum Beispiel ist es halt richtig hilfreich, so eine Affirmation anzuwenden. Ja, genau. Genau, weil ich meine, da geht es ja um die Heilung. Und damit löst man halt dann quasi selber so Selbstzweifel und genau, sowas. Genau, dass man einfach die inneren Blockaden eigentlich selber löst. Genau. Ja. Okay. Cool. Und was hast du jetzt vor mit der Route? Wirst du jetzt da mit Leuten helfen und einschwingen? Also erstmal möchte ich das nur für mich machen. Ich möchte selber meine Erfolge damit sehen, damit ich auch weiß, ich beherrsche es wirklich. Ja, erstmal ein bisschen üben, ne? Aber spätestens auch, wenn ich selber mal Kinder haben werde oder so, werde ich auf jeden Fall damit arbeiten, weil ich weiß, wie gut es uns getan hat in der Kindheit. Ja, und so jetzt kannst du, kannst du jetzt zum Beispiel mir damit helfen? Kannst du mir damit schon helfen? Also ja, wie gesagt, ich möchte es erstmal selber an mir selber austesten, bevor ich es jetzt an anderen Leuten anwende. Ja, achso, also willst du noch gar nicht da jetzt irgendwie was... Ich meine, wenn du jetzt in dem Vertrauen bist und sagst, ja doch, ich glaube dir oder ich glaube, dass du da
mir helfen kannst, sag ich mal, ja, würde ich das auf jeden Fall ausprobieren, ja, weil ich meine, es schadet ja nicht, ne? Also schaden kannst du auf keinen Fall und ja, wenn du jetzt irgendwelche Probleme hast, bin ich ja jederzeit bereit, dir da zu helfen. Okay, also ja, ich glaube ja daran. Ein guter Versuch, das auszuprobieren halt auch, ne? Ja. Also kannst du mir jetzt quasi, was kannst du mir jetzt dann schicken oder wie kannst du mir dann helfen? Ja, ich nehme dann zum Beispiel halt die Route in die Hand und frag halt, was du zum Beispiel für ein Problem hast, beziehungsweise wenn du mir deine Situation schilderst und sagst halt, dass du die Beschwerden hast, könnte ich zum Beispiel fragen, liegt es daran oder daran, wenn du halt jetzt irgendwie was im Hinterkopf hast, woran es vielleicht liegen könnte. Ah ja, okay. Ja. Und dann frage ich halt, was du für Bachblüten, für Schüsselersalze zum Beispiel gebrauchen könntest, damit es dir halt besser geht. Aber dann musst du natürlich auch an die Sachen glauben. Ja, ja klar. Okay. Aber das machst du ja, glaube ich, auch. Ich meine, wir hatten ja eh auch schon mal einen ganz guten, mit diesem Ho'oponopono haben wir ja beide schon mega die gute Erfahrung gemacht. Das Vergebungsritual. Genau, ja, das Vergebungsritual, mega, mega geil. Macht es wirklich mal 30 Tage lang und schaut euch im Spiegel an und sagt euch zum Beispiel selber, ich vergebe dir, ich vergebe mir und stellt euch die Person vor, mit denen ihr einen Konflikt habt zum Beispiel. Und macht das wirklich mal. Ja, oder auch wenn ihr regelmäßig eben eine spezielle Wunde habt oder so. Ich hatte da eben auch mal was gehabt, wo ich gedacht habe, es muss aufgeschnitten werden, so vom Arzt. Ja. Ich habe das angewendet und die ist einfach aufgeplatzt, wo ich gesagt habe, hä? Die hat sich quasi aufgelöst, ja. Und du hattest ja eigentlich auch das gleiche Problem. Ich meine, du hattest doch da hinten am Rücken. War. Genau. Und du hast ja neben mir gesessen. Ich habe das ja selber mitbekommen. Ja, stimmt. Was habe ich da nochmal gemacht? Habe ich die ganze Zeit gesagt? Du hast... Das ist direkt aufgegangen. Ja. Ich habe diese Affirmation quasi die ganze Zeit gesagt, das Ho'oponopono. Ich glaube, du hattest mit Tomaten behandelt, oder? Genau, und ich habe noch so eine heiße Tomate drauf gemacht. Genau. Ja. Und dadurch ist quasi wie so eine Zyste oder so eine Talgdrüse, die schon mal aufgeschnitten wurde, die ist wieder dick geworden und dann ist das Talg rausgekommen, dadurch, dass ich mir das auch gesagt habe in dem Moment. Genau, du hattest es ja dann eben gesagt und ich saß so nebendran und dachte mir, ja gut, ich bin mal gespannt, ob es bei dir auch genauso gut wirkt wie bei mir. Und es ging wupp auf. Und genau in demselben Moment ging das auf. Ja. Und ich dachte mir nur, okay. Weil bei mir war es halt so gewesen, ich habe das halt angewendet, habe das mir gesagt und so. Und mitten in der Nacht war das dann plötzlich, dass es halt aufgegangen ist und dass, ja, dass ich halt dann am nächsten Morgen gemerkt habe, oder beziehungsweise in der Nacht, klar, ich bin dann dadurch aufgewacht, habe ich gemerkt, wow, krass, das ist jetzt aufgeplatzt, ne? Ja, und dann habe ich es halt eben Matthias so weitergegeben, habe halt gemeint, ja, bei mir hat es damals gewirkt, du kannst es ja mal ausprobieren. Ja, und tada. So schnell ging es dann, ja. Wow. Ja. Das ist echt faszinierend, was der Glaube und auch, ja, der Glaube an diese Naturheilkunde, an diese Willenskraft, an diese natürliche seelische Heilung auch bewirken kann. Das ist echt Hammer. Hammerschön. Das stimmt. Ja, ich weiß nicht, hast du noch was oder wollen wir es? Ja, ich würde sagen, dann lassen wir es da mal genau dabei. Schön, dass ihr alle dabei wart. Das war mega cool. Hat voll Spaß gemacht. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann schreibt natürlich gerne Fragen hier rein. Auf den YouTube-Kanal, auf Facebook, privat, however. Und meldet euch bei uns. Ich wünsche euch einen schönen Tag und... Ich euch auch. Verena auch. Macht's gut. Ciao, ciao. Es war eine geile Sache. Haben wir gut gemacht. Yeah. Und schon wieder eine Angst überwunden, gell? Genau. So ist es. Ciao, ciao und schönen Tag euch. Peace.